Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir befinden uns direkt in Gwyn-Gris. Ich bin zurückgereist mit der Schnellreise. Zwischendurch habe ich nochmal ein paar Festquests gemacht und bin aufgestiegen zu Stufe 71. Das heißt für uns, wir können wieder einen Punkt hier drin vergeben. Und den Punkt vergeben wir heute an die Orientierungslosigkeit für besondere Leistung. Brauche ich das überhaupt? Ja, 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Schildfertigkeit blockt, pariert, ausweicht. Wir haben hier oben noch was. Umkehrung, Spieß umdrehen, reduzieren oder Reichweite von Herausforderung und schadige Schneide erhöhen. Ich würde das jetzt... Oh, hier haben wir noch die Schildtoren, die wir gar nicht nutzen. Ich denke, es wird bald mal Zeit, dass wir vielleicht mal hier rüber gehen. Und vielleicht mal... Da war irgendwo auch was mit Moral zum Beispiel, dass wir da mal ein bisschen investieren. Aber zuerst machen wir den Baum natürlich hier voll. Also wir gehen zur Orientierungslosigkeit und erhöhen dort die Punkte auf stattliche 5 Punkte schon. Sehr schön. So, ich habe aktuell wieder keine Musik. Das ist ein bisschen komisch und seltsam. Das hatte ich schon mal hier in dem Bereich. Ich hoffe, wenn ich später nochmal vielleicht lade und neu starte oder so, oder vielleicht die Zone wechsle, vielleicht kommt dann wieder Musik. Ansonsten war gestern ein schöner Tag. Minas Morgul Add-on wurde installiert. Und es haben sich ein paar Änderungen ergeben. Die gehe ich jetzt nicht mit euch alle durch. Keine Sorge. Was mir im Kopf geblieben ist, ist auf alle Fälle die Erhöhung der Levelgrenze auf 130 Level mittlerweile. Außerdem müsste doch hier auf der Karte jetzt auch die... Moment, müsste doch eigentlich auch hier die Minas Morgul Karte zu sehen sein. Hier nach Mordor, hier nach Minas Morgul. Und wir haben einmal das Morgul-Tal, Imlat Morgul, mit ein paar schönen Quest-Hubs offenbar. Die Ebene von Gorgoroth. Meine Güte. Ah, ich würde so gerne reinschauen. Ich kann halt nicht rein, ne? Weder mit meinem jetzigen Charakter hier, verständlicherweise, noch mit meinem anderen Schurkencharakter. Ich habe ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Cirith Ungol, das ist doch hier, wo Kankra war, oder? Der Pass von Cirith Ungol. Hier ist Ithilien. Und ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, hey, dass da überhaupt Reitmeister und so weiter sind. Da bin ich mal gespannt, wie sie das hier managen. Dass sie überhaupt Reitmeister sind. Hier Schmiedemeister, Schmiede- und Reliktmeister, die hier rumstehen. Einfach mal in Minas Morgul, ist ja logisch. Ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, jetzt fange ich schon zum dritten Mal an, dass ich mit meinem Kumpel, der die gleiche Stufe hat wie ich, mit meinem anderen Schurken, der leider jetzt keine Zeit mehr hat, wegen Frau, Haus, Kinder und so weiter, ganz schrecklich, dass der keine Zeit mehr hat und ich jetzt aber auch nicht weiterleveln will deswegen, weil ich immer noch hoffe, dass er doch irgendwann nochmal zurückkommt. Aber ich fürchte fast, bis der zurückkommt, bin ich mit ihm hier schon auf 130. Lingris. Meine Güte, es ist alles. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Kartendarstellung wäre ein bisschen, keine Ahnung, übersichtlicher. Ist immer so schwierig zu navigieren. Irgendwann verlierst du dich komplett. Jetzt sind wir hier beim schwarzen Tor hier oben plötzlich. Irgendwann verlierst du dich komplett und bist plötzlich irgendwo anders. Nach Gorgoroth, da waren wir gerade. Torech. Amon Amarth. Da kennen wir doch auch eine Band dazu. Eine sehr gute Band, wie ich anmerken möchte. Und Minas Morgul. Ring der Verzweiflung, Ring des Wahnsinns. Der Wahnsinns. Ring der Trauer und Ring des Zorns. Sehr schön. Ein paar deutsche Übersetzungen wurden offenbar auch noch angepasst. Es wurde offenbar angepasst hier. Ah, oh mein Gott. Es wurde die Oberfläche der Hobbit-Geschenke angepasst, hat es geheißen. Ach du meine Güte. Wer hat denn das verbrochen hier? Das war ja vorher viel, viel schöner. Wir öffnen mal ein silbernes Geschenk. Okay, das ist schön. Aber das war es auch schon.
Ach, das hat mir aber vorher ein bisschen schöner gefallen, wie da so das durchgedreht ist. Und jetzt auf einmal einfach nur zuck. Und du hast deine Verbesserung jetzt hier bekommen. 50 Tugend-Erfahrungspunkte. Wählt vor der Verwendung eine Tugend aus. Das passt. Das habe ich schon mal wieder geändert. Ich habe das mal wieder hier hochgestellt auf die Standhaftigkeit. Sind wir aktuell bei 11. Ah, okay. Ein bisschen Punkte bekommen. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen was. Ja, das ist jetzt eher so. Pff. Also, da war wahrscheinlich der Praktikant irgendwie dran und hat sich um die Umgestaltung gekümmert. Es hätte ja eigentlich, so wie es vorher war, hätte es ja eigentlich gepasst auch. Schade. Gut, also, dann haben wir die Karte, dann haben wir das hier unten. Ich habe ganz viel Zeug hier im Inventar. Wir werden jetzt ganz viele Quests abgeben. Aber wieder nichts für Schmiedemensch. Was ist denn los mit euch? 100.000 Rezepte hier drin, aber kein einziges für die Schmiedegilde. Apropos, für die Schmiede gab es auch irgendwie noch ein paar zusätzliche Rezepte. Aber da könnt ihr euch ja mal in den Patch Notes ein bisschen selber schlau machen. Einfach mal danach googeln. Und dann könnt ihr euch das anschauen. So, Boni für Laufgeschwindigkeit, das kann ich eigentlich auch wegschmeißen oder verkaufen. Weil das ja nur immer so ein paar Sekunden gilt. 10 Sekunden. Braucht kein Mensch. Für das haben wir ja hier unseren Angriff hier unten. Das Reittiergeschwindigkeit, das lassen wir aber, das passt. Habe ich euch sonst alles soweit gezeigt eigentlich jetzt? Wir haben uns letztes Mal schon ausgiebig über die Sachen unterhalten, beziehungsweise die angeschaut, die ich neu hatte. Gut, dann würde ich sagen, Oink ist auch bereit, meldet sich kurz zu Wort. Wenn wir jetzt mal die Quests abgeben, die wir hier angesammelt haben, letztes Mal hier oben. Mal schauen, ob wir schon so weit sind, da nach Süden zu gehen. Ich will ja endlich mal. Ah, ich will ja endlich nach Monia! Ah, ich muss mich so gedulden. Los geht's. Das Wurmvatertier. Hervorragende Arbeit. Es ist unwahrscheinlich, dass die Würmer sich in Kürze von ihrem Verlust erholen werden. Das sollte uns eine kurze Ruhepause gewähren, in der wir Kraft sammeln können. Die Elben aus Gwingris sind euch zu Dank verpflichtet. Wir bekommen Dägnans Rüstung. Das ist eine leichte Rüstung. Einfach nur so ein Schalumhang. Brunaks Untergang ist nichts für uns. Ne. Ein Speer. Vielleicht ist er schön, der Speer. Speer. Ich mag ja Speer, ne? Also auch für Wächter. Ich habe das letztes Mal auch schon angesprochen. Ich bin ja jemand, der immer mit Schild und Einhandwaffe herumläuft. Und die Einhandwaffe darf ruhig eine Axt, Einhandschwert sein, ein Speer sein. Es sollte, wenn möglich, kein Dolch sein. Dolch ist irgendwie blöd, wenn du ein fettes Schild hast. Und dann, hey, wer stellt sich denn ja einfach auch vor mich hin? Liubeth, einmal mal vordrängeln hier. Du siehst zwar zuckersüß aus, aber trotzdem. Vordrängelt, einfach mal so. Das machen wir jetzt auch mal. Wir drängeln uns mal vor hier. Ach. Schön hier reingedrängelt, so. Damit hier mal, ne? Da wird hier mal auf den Putz gehauen. So geht das ja nicht. Ne? Meine Güte. So. Habe ich das? Achso, ich habe das noch nicht abgeschlossen. Jetzt beenden. Ich muss natürlich eine Aufgabenbelohnung wählen. Ich grüße euch. Wir bekommen nicht mehr wirklich viel Erfahrungspunkte. Das ist aber okay. Ich habe überlegt, ob ich mir vielleicht einmal hier die Schriften der außergewöhnlichen Erfahrung reinhaue für die 100% mehr und dann nochmal ein paar der Festquests mache. Das läuft noch. Ich glaube so vier, fünf Tage oder so. Deswegen vielleicht, dass wir den 71er Balken nochmal zumachen. Auf der anderen Seite sind wir eh schon so überdimensioniert. Ich werde das Zeug einfach einlagern bei uns. Irgendwo einmotten. Und vielleicht bei Gelegenheit wieder rausholen. Hab Dank, Tollfuß, hab vielen Dank. Was ist das für bleibende Gegenstände? Ah, okay. Diese Vorräte sollten uns helfen, bis wir die nächste Lieferung aus Bruchtal auf die Beine stellen können. Dägnans Gabe, Verteidiger von Gwingris. Oh, das sieht aber sehr elbisch aus, ne? Ein bisschen zu dünn für meinen Geschmack. Also nichts, was wir aktuell verwenden werden. So, dann schauen wir mal. Ich habe noch ganz viele Ringe jetzt auf der Karte. Ist echt ein bisschen schade, dass keine Musik da ist jetzt. Vielleicht sollte ich nochmal irgendwie neu laden oder so. Ich grüße euch.
Der Brutbaum. Ausgezeichnet, Tollfuße. Da ihr Brutbaum zerstört ist, werden die Krebeien jetzt wahrscheinlich in ihre Heimat nach Dunland zurückkehren. Wenn sie natürlich nicht, weil es müssen ja auch Aufgaben für nachfolgende Generationen noch übrig bleiben. Talondirs Opfer. Ein schöner Hammer. Finde ich auch ganz schön für einen Wächter. Ist das zweihändiger? Ist der? Oh, Holzbaumschild. Holzbaumschild ist ein kleines Schildchen. Ne. Na gut. Besorgt euch mal ein bisschen was für Wächter hier im Repertoire, liebe Leute. Leichte Schilde und so weiter, das braucht kein Mensch. Zerstörung ihrer Mittel. Gute Arbeit, Tollfuß. Ihre Bemühungen sollten dadurch behindert werden, während wir weitere Nachforschungen über ihre Absichten anstellen. So, da haben wir einen Dolch, Mini-Dolch und Holzfällerhandschuhe. Wenn das Holzfällerhandschuhe sind, meine Güte, dann möchte ich auch nicht die Holzfällerrüstung sehen. Das ist ja... Uiuiui. Sehen jetzt gar nicht so schlecht aus. Sind leider auch nicht wirklich für unsere Zwecke. Mittlere Rüstung wieder, ne? Abgeschlossen. Zerstörung ihrer Mittel. Buch der Taten. Erfüllt Aufgaben in der Region. Wir bekommen wieder 2000 Tugendpunkte. Das heißt, hier müsste sich der Balken auch schon wieder schön gefüllt sein. Da sind wir sogar aufgestiegen jetzt hier. Okay. Und neue Aufgabe, wieder weitere Aufgaben erfüllen. Hat sich eigentlich der Shop hat sich nicht geändert, oder? Da stand, glaube ich, nichts drin. Nee, das sieht immer noch so aus wie immer. Inufidek. Die Wachen von Sat-Rechu. Während unsere Ressourcen sich immer mehr erschöpfen, werden unsere Feinde immer dreister. Dunländer haben im Südosten unweit von Gwyngris ein Holzfällerlager errichtet. Da waren wir doch schon längst. Dort schlagen sie Holz, um Materialien für die Handwerker des Verräters Saruman des Weißen zu sammeln. So etwas können wir in direkter Nähe unseres Postens nicht erlauben. Das ist wie bei den Windrädern. Mindestabstand 15 Hektar. Begibt euch nach Südosten. Dort findet ihr einen kleinen Teich. Laut unserer Kundschaft befinden sich dort zahlreiche Dunländer. Besiegt so viele von ihnen, wie ihr könnt. Sie müssen aus diesem Land vertrieben werden. Das habe ich eben letztes Mal schon gemeint, als ich das ein bisschen erklärt habe, dass ich nicht so zufrieden bin. Hier drin mit der Quest-Verarbeitung hier. Da wirst du ständig in gleiche Gebiete geschickt und erledigst ein paar Mal hintereinander die gleichen Aufgaben. Und immer mit einer ganz leicht abgewandelten Geschichte. Aber trotzdem, ne, ist halt nervig, weil man könnte das eigentlich auch zusammenfassen in einem Block. Und dann geht man einmal durch das Gebiet durch, hat das gesehen und wandert dann weiter. Was kann ich für euch tun? Asgard ist tot. Das sind willkommene Neuigkeiten, Tollfuß. Vielleicht wird das Übel, das er gebracht hat, bald ein Ende nehmen. Ist wieder schöner Hüterschild. Ah, die Hüterschilder, die sind halt schon echt cool. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Ich glaube, wir haben das schon mal ausprobiert, ob wir den Schild des Hüters als Kosmetikschild ausrüsten können. So, der Ring ist nichts für uns. Also. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick beunruhigende Neuigkeiten. Anscheinend sind wir in der Region auf allen Seiten von der weißen Hand umringt. Tollfuß, die Nachricht, die ihr mir gebracht habt, erwähnt eindeutig Pemba. Pemba liegt in der Nähe unseres Postens Echad der Region. Wenn die Halborks in diesem Gebiet am Berge sind, so muss unser Volk das erfahren. Verlasst Gwyngris in südlicher Richtung, um nach Echad der Region zu gelangen. Blickt nach Südosten, wenn ihr der Straße folgt. Echad der Region liegt zwischen einigen kleinen Ruinen. Bringt die Nachricht zu Lenglied. Sie wird wissen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir hier runter. Wir müssen hierher. Echad der Region. Und die schicken uns dann wieder hier oben hoch nach Pemba. Unter anderem zum Eier sammeln. So, ich probiere mal, ob ich den jetzt hier reinziehen kann. Den Schild. Schild ist hier unten. Ihr kennt euch mit diesem Gegenstand nicht aus. Ich bin ein fucking Wächter. Ich kenne mich mit jedem Schild aus. Ich kenne mich sogar mit Schildern aus, aus denen man Suppe isst. Das ist so. Es geht jetzt auf dem Hüterschild, geht das nicht, weil der natürlich immer oben ein Loch hat, aber trotzdem. Ah, ärgerlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wahrscheinlich haben sie das extra gemacht, damit man mich nicht mit dem Hüter verwechselt. Oh. So, eine neue Jagd. Ihr überreicht Haley den kleinen Beutel mit den Eisenscheiben und sagt ihr, dass sich Theodor in Sicherheit befindet.
Nun, das ist immerhin etwas, schätze ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit diesem Beutelchen Nippes zufrieden war. Aber wer kann schon sagen, was einen Wert hat und was nicht? Soweit ich erkennen kann, ist auf den Scheiben eine weiße Hand zu sehen. Das Zeichen vieler Feinde, denen ich in diesen Landen begegnet bin. Wenn Theodor denkt, alle Schätze liegen in Truhen verborgen, muss ich meinen Unterrichtsplan wohl nochmal überdenken und wieder ganz von vorne anfangen. Hellis Lachen hallt in der Stille wieder und verstummt dann allmählich. Ihr Lächeln verwandelt sich zu einer besorgten Miene. Ihr denkt doch nicht, dass er das wirklich glaubt, oder? Herrje! Okay, wir müssen wieder mit Spalvi sprechen. Wir haben einen langen Weg hinter uns und Bingo ist immer noch verschwunden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Hobbit schon bald wiederfinden werden. Gebt die Hoffnung nicht auf, Tollfuß. Hayley Mädesüß ist eine Meisterschatzsucherin und selbst wenn ihr Schüler kein Meister ist, so muss er zumindest ein Lehrling oder ein Geselle sein. Vielleicht können sie ja nicht nur Schätze finden, sondern auch Hobbits. Bert Bartelsmann hat die Ruinen von Gwingris in Eregion erreicht. Wir bekommen wieder Bingo-Abzeichen und einen neuen Titel, Tollfuß, der Hartnäckige. Nächste Woche saure Miene. Ich liebe es. Ich liebe es so. Ah, grimmige Gesichter. Darf ich euch etwas fragen, Tollfuß? Habt ihr Willem Wollhaar irgendwo gesehen? Das war... War das nicht irgendwie eine Ziege oder ein Schaf? Ich weiß, dass er mir nicht wirklich vertraut, aber wenn es hart auf hart kommt, könnte er uns nützlich sein. Ich würde mich besser fühlen, wenn seine Zähne und Klauen in unserer Nähe wären. Nur für alle Fälle. Spalbi sieht sich nervös um. Wisst ihr noch, über welche Straße wir von den Trollhöhen nach Eregion gekommen sind? Könntet ihr die Straße vielleicht ablaufen und schauen, ob Willem dort irgendwo ist oder ob euch etwas Verdächtiges auffällt? Verlasst Gwingris in Richtung Südosten, die Straße wird sich dann bald nach Norden wenden, aber geht nicht zu weit, ich hätte es nur gerne, dass ihr euch kurz auf der Straße umseht. Okay, dann müssen wir hier runter, da sind wir aber nicht hergekommen, ne? Wir sind hier oben hergekommen, lieber Spalfi. Er meint jetzt hier diese Straße und in dessen Zuge könnten wir auch mal nochmal hier hochreiten, weil wir das letztes Mal schon klären wollten, wo man hier dann letztendlich rauskommt. Ich habe ja vermutet, hier unten, neben diesem Fluss, bei Dolosat, genau hier. Wobei nicht hier unten, Quatsch, nicht hier unten, sondern hier. Ich glaube, man muss hier über den Fluss und dann an der Seite des Berges runter. So, ist jetzt hier der Bertelsmann da? Ich würde mir gerne die neuen Belohnungen anschauen. Wir geben mal weiter die Quests noch ab. Was kann ich für euch tun? Moment, erst nochmal hier reingehen. Titel gewährt. Ihr habt noch nie aufgegeben und habt auch nicht vor, jetzt damit anzufangen. In diesem Samen liegt alle Hoffnung des Waldes, Tollfuß. Ich danke euch, denn durch eure Bemühungen sieht Glatt-Erik wahrscheinlich einer besseren Zukunft entgegen. Bleibt noch die Samen, die ihr gesammelt habt, gebt mir Hoffnung. Geben wir Hoffnung, dass Glatt-Erik doch wieder erstehen wird. Sie müssen nur noch an Stellen eingepflanzt werden, an denen sie am besten wachsen können. Kehrt in den Wald zurück von hier, kehrt in den Wald südlich von hier zurück und sucht nach freien Stellen, an denen diese Bäume genügend Platz zum Wachsen haben. Ich bin sicher, solche Lichtungen sind überall in Glatt-Erik zu finden. Lasst euch vom Licht führen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr eure Aufgabe erledigt habt, dann werden wir uns über eure Belohnung unterhalten. Ja, wir müssen Samen pflanzen. Ist ja nicht, glaube ich, das erste Mal, dass wir irgendwas pflanzen müssen. Auf meiner Seele. Na gut, die Hüter des Waldes. Gut gemacht, Tollfuß. Durch eure Bemühungen, das Vordringen der Waldtrolle aufzuhalten, habt ihr den Wald wahrscheinlich vor der vollkommenen Zerstörung gerettet. Ich hoffe sehr, dass jetzt, wo die Waldtrolle unschädlich gemacht sind, der Wald bald wieder Frieden finden wird. Erlaubt mir, euch mein Leid zu tun. Der Anführer des widerlichen Waldes. Es scheint, dass unsere Arbeit in Glatt-Erik noch nicht beendet ist. Berichten unsere Kundschafter zufolge, befand sich in den Reihen der Waldtrolle definitiv ein Anführer, der ihre üblen Vorhaben zum Schaden des Waldes neu organisiert. Diesem abscheulichen Verhalten muss Einhalt geboten werden. Der Anführer der Waldtrolle muss vernichtet werden. Ruft eure Gefährten zusammen und begebt euch noch einmal in Richtung Süden in den Wald. Dort werdet ihr die Höhle Sat-Tarek finden, Tollfuß. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal schon entdeckt. In ihrem Inneren halten sich ohne jeden Zweifel viele Waldtrolle auf und inmitten dieser Schar auch ihr Anführer Zagafum. Vernichtet den Anführer der Waldtrolle und kehrt danach zu mir zurück. Wir sammeln mal unsere Kollegen. Hallo Kollegen, Kollegen, Kollegen. Hallo, hallo, hallo. Sind leider keine da. Wir sind wieder mal auf uns alleine gestellt. Wie immer. Was benötigt? Die Befreiung des Weges. Ihr habt diesen Beutel im Lager gefunden, sagt ihr? Es ist ein wenig Pfeifenkraut der Halblinge drin. Es könnte sein, dass einer der Halblinge oder der Zwerg den Beutel verloren hat. Eine solche Sorglosigkeit könnte ihnen zum Verhängnis werden.
Wir dürfen keine Zeit verlieren, Tollfuß. Geht nach Ichardia Region weit im Südosten und spricht mit Golgalon. Weist ihn darauf hin, dass es dort draußen noch Hinweise auf den Durchzug der Gemeinschaft geben könnte. Wir sollen doch das alles geheim halten, Leute. Wir können doch nicht jeden Hinzu und Kunz jetzt hier in unsere Quest einladen. Damit wir hier nach der Gemeinschaft suchen. Das ist doch... Das ist ja unerhört. So, ich habe alle Ringe abgeklappert. Ich mache mir ein bisschen Sorgen hier um Liobeth. Die steht seit einer halben Stunde jetzt hier und hat einen Staring Contest mit Dägnan. Wer zuerst blinzelt, verliert. Na gut. Sind halt hochgewachsene. Was will man auch anders erwarten von diesen Leuten? So, wir müssen noch ein bisschen verkaufen, damit unser Inventar etwas leerer wird. Wie darf ich euch zu dienen? Wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Ich habe gar nichts erreicht momentan. Heieiei. Wir haben ja gar nichts gemacht heute. Oh, stimmt. Es gibt mit... Okay, das erkläre ich nächstes Mal. Spare ich mir jetzt. Ich muss mal kurz mich sammeln und hier die Sachen prüfen, ob hier auch wirklich nichts dabei ist, was wir nicht noch brauchen. Das Rohr, das Horn hier oben wird auch verkauft. Brauchen wir nicht. Weg damit. Alles weg. Und die Federn auch weg. Brauchen wir nicht. Es gibt hier leider keinen Schatzmeister, oder? Bei dem wir unsere Sachen bunkern könnten. Ich glaube, da gibt es keinen hier oben. Na gut, dann war es das für diese Folge. Heute mal ein bisschen kürzer. Wer hätte das gedacht? Naja, ist auch 22 Minuten jetzt hier. Das passt schon. Also, wir gehen als nächstes hier rüber und werden hier rüber marschieren noch und schauen mal, wo wir hier oben rauskommen. Meine Vermutung, wie gesagt, hier oben neben dem Berg. Und werden mal schauen, ob wir hier oben den Willi Weißfuß, Willi Wichtel, irgendwie so finden. Und dann kümmern wir uns hier oben um die Samenpflanzen, um die Instanz. Dann gehen wir nochmal hierher. Und dann geht's schon relativ zügig hier nach Ichardia Region. Und Ichardia Region wird uns hier oben noch ein bisschen beschäftigen. Vielleicht noch hier herum. Vielleicht auch noch hier drüben beim Rothornpass. Und ich weiß noch nicht, ob wir vielleicht zuerst noch Mirobel machen und dann hier rüber gehen. Ich würde halt das hier gerne angehen, damit ich nicht nochmal hier runter muss. Schauen wir einfach mal. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Ciao.